ich muss mich hier in die Ecke quetschen, sonst kriegen wir nichts drauf. Das ist der Summer. Der Summer summt. Zündung auf spät natürlich. Spät, ja, nicht ganz so spät. So, jetzt. Auf Magneto. Was würde passieren, wenn du weiter auf Batterie würdest? Der zündet nicht so gut dann. Ach so. Eigentlich gar nicht, weil die Batterie da so. Ein bisschen Angst habe ich schon. Ne? Aber ist schwer fahren, ne? Nein, wegen den anderen. Ja, ja, dann. Also bremsen muss ich ja immer. Na doch. Hey. Oha, moin. Um ehrlich zu sein, das ist mir schon schnell genug. Ach. Also bin ich schon 60 gefahren, da war aber dann auch bei mir vorbei. Weil. Ja. Wir fahren jetzt gerade mal 30, wenn überhaupt. Ja, aber. ja. Die Geschwindigkeitsübertretungen sind schwierig. Da hast du auch keinen Tacho, ne? Nee. Das ist Vollbremsung, ne? Ja, Vollbremsung ist anders. Aber dann würdest du noch den Hebel, den Hand... Die Handbremse und Rückwärtsgang und... Dann ja, das ist aber Notbremsung. Ja, die Notbremsung. Ja, aber manchmal ziehen die ja vor einem rein und hauen genau in die Bremse. Was? Das ist halt mein größtes Problem jetzt im Moment. Also immer schon eigentlich. Ja. Ich hatte gestern mit dem A, war ich bei Herrn Uldis, da hatte ich dann auch ein Problem. Da hat auch einer ganz plötzlich gebremst, keiner geblieben und ich musste voll in die Eisen gehen und dann hat gequietscht, die blockieren ja sofort die Räder, weißt du? Ja, immerhin, ne? Ja, naja, aber das, die Bremswirkung ist ja nicht da, ne, sonst. Ja, du rutscht. Der rutscht halt einfach dann, ne? So, der erste Gang ist Pedal drücken, dann genau. Fährt er an. Das, so wie ich jetzt halte, ist ein Leerlauf. Ja. Und loslassen ist zweiter Gang. Also du drückst also um anzufahren. Genau. Der Eindruck einer Geschwindigkeit ist, wenn man liest, das Ding fährt 65, dann denkt man sich, naja, das ist ja nichts. Aber ich stelle fest, wenn man hier mehr als 40 fährt, hat man persönlich das nicht den... Normalerweise zwischen 30 und 50 ist man sehr gut bedient. Weil das reicht, also vom Gefühl. Vom Gefühl her reicht das vollkommen. Gleichzeitig handeln. Ich einmal raus. Ja, ich bleib mal hier. Ja, ach, du mal! Ja. Da sagst du nichts zu. Und er muss auch wieder rein. Ja. Und ich auch. Guck mal. Ja. Fettige Aufnahme. Ja, hier ist gut. Voll. Bei der Wendekreis müsste gut sein, theoretisch. Ja. Ja. Dann haben wir noch eine Trottwitze.
und weniger nach oben. Schätzchen. Ja. Wenn der jetzt richtig warm sein sollte, fährt er dann ein bisschen ruhiger oder das ist grundsätzlich? Der rappelt immer ein bisschen. Also ist auch viel mit Einstellung, je hoch er dreht, die Fette, die machst. Ja. Also muss er noch einstellen, die Fette ist er, wenn ach, da ist er. Der erste Kollege. Ricardo. Ja. Naja, bei der Motorleistung wird er ja wohl. Was war denn deine weiteste Tour? 37 Kilometer nach Dortmund, zur 40. Okay. Ja, weil die sagen also ja eine Tour, ne? Ja, ja, okay. Das ist zu alt, hier kommen sie nicht drauf. Oh, ein. Ach, der Affen steht da vorne schon. Das ist der auch von Herrn Aulis, aber das ist ja nicht mehr von Herrn Aulis. Der Veranstalter ist jetzt der Affe, der ist den gelben Dingensbums, der hat auch die Blätter. Ah ja, ja. Die sind ja schon angekündigt. Ja, Zeit, die haben ne? mich aber gefragt. Nein. Da stimmt ja so einiges. Ich bin nicht der Sprecher und so. Ja, 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 ja. Hat er mich gefragt, wie alt ist denn das älteste Fahrzeug, was da vielleicht kommt? Ich sag, wenn der wirklich kommt, so um die 100 Jahre, aufgeschrieben gibt es das ja. Ich habe ja noch den anderen, aber jetzt ist mir zu heiß. Der kocht so schnell. Ja. Aber schön, dass ihr gekommen seid. Ja. Du weißt ja Bescheid, ich brauche dir nichts erzählen. Schritttempo, viel Spaß. Schneller fährt er doch nicht. Jetzt habe ich damit ist Leerlauf und Handbremse. Die Handbremse hat auch drei Zustände. Oh je. Leerlauf, halt die Fahrmöglichkeit und die Handbremse. Mhm. So, das ist die Handbremse jetzt. Die Wirkung der Handbremse. Oh, ist ja enorm. Oh, oh. Der, hast du die Rocky Mountain Bremse drin? Nein. Aha. Aber damit. Dazu brauchte ich dann. Damit wäre besser. Ja, die hat, das sind zwei Außenbandbremsen. Ja. Weil man wahrscheinlich die Wirkung nicht überschätzen sollte. Aber für. Aber die ist besser als die. Wobei ich finde die gar nicht so schlecht, wenn man sich damit auskennt nach und nach. Ja, du fährst ja auch jetzt nicht so viel. Morgen lass ich hier vor mir. Moin. Bist du nicht aus unserer Fitnessstudio? Ich? Ja. Na, sie schon. Ja klar, ne? Thomas. Ne? Nee. Sag Jürgen. Jürgen, ja. Aber du bist doch mit zwei Brüdern immer da, ne? Ja. Der Felix kommt dann ja auch noch. Ja, ne? Was hast du mit dem Jochen zu tun? Mein bester Freund. Ah, super. Ja, das ist unser Osterwasser-Kollege. Ja. Haben wir auch das. Wow. Bist du dir sicher, dass du nicht so... Bist du ein Sierra nicht da? Ja, bist du sicher, dass du nicht bei uns da hinten unterm Baum bist? Na, klar. Hör mal, Jürgen, ich war zu Herrn Aulis. Ich fahr zu Herrn Aulis rein. Wir stehen da zusammen. Ja, ja. Das. Alles klar. Unterm Baum. Baum. Ich dachte, das Cabrio zu warm mit von innen. Oh, jetzt schon mal los. Hallo, ab. Was ist denn für ein Passat ist, oder? Da? Sehen schon alle. Denn? Ja, wo? Ja. Ja, doch.
Das machen wir. So. Nochmal noch extra frei. Machen wir mal, stopp hier. Rückwärtsgang ist einfach, brauchen wir ein Pedal durch. Ja, und der Lauf. Aber ich habe ja jetzt die Handbremse. Langsam. Kann ich langsam? Ja, doch. Ja, komm, das geht nicht. Ja, komm, ist gut. Reicht. Ja, steht doch gut. Genau, lass doch stehen. Steht doch. So.